So, hallo und herzlich willkommen beim neuen Video bei Verbrauchertest TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute geht es wieder um ein sehr brisantes Thema, um den Works Vision und genauer gesagt um die Multizone-Geschichte, Einstellungen oder was sich bisher nach dem letzten Update getan hat. Da sind jetzt einige Dinge wieder komplett anders, zumindest hat sich das bei mir so ergeben, denn ich hatte jetzt vor dem letzten Update, das ist dieses Update hier, 1.2.16+3 oder 3.31.0+6. Das ist also unser aktuelles Update und da hat sich also wieder einiges getan. Wir haben ja immer noch die Differenzen, die da lauten, wir haben keinen Randschnitt und wir haben diese Multizonen-Geschichte nicht. Also wenn ich jetzt hier bei der App unter Multizonen gehe, beziehungsweise wir gehen ja eigentlich bei meinen Rasen rein und haben da Multizonen zwar aktiviert, aber wenn wir jetzt da drauf drücken, da sind wohl Anweisungen, aber da steht dann bei mir meistens immer Firmenupdate erforderlich, Update drücken und dann kommt eigentlich nur die Update-Seite, die mir anzeigt, dass ich ja so ein aktuelles Firmen-Update habe. Das ist also überhaupt nicht befriedigend in der gesamten Zeit jetzt hier, wo wir nur am Notlösungen am Suchen sind oder ich euch jetzt hier mal an meinen Erfahrungen teilhaben lasse, denn ich habe wieder neue Erfahrungen gemacht und die wollte ich euch in diesem Video mal zum Thema Multizone hier bekannt geben. Ich weiß ja nicht, ob andere auch die Erfahrung gemacht haben. Wenn ja, dann schreibt mir die unten in die Kommentare. Ich würde gerne mal wissen, ob es mir jetzt alleine so gegangen ist oder ob andere noch krassere Erfahrungen gemacht haben. So, es geht also um Folgendes. Ich habe vor dem letzten Update diese Multizonen-Geschichte hier eingerichtet. Dazu habe ich ja ein Video gemacht. Das könnt ihr euch hier oben mehr anschauen. Und da habe ich das mal genau geschildert, wie das mit dieser Multizone funktioniert. Das hat also eigentlich relativ gut geklappt. Also ich würde sagen, man hätte ja als Anwender eines solchen Mähroboters ja gerne noch weitere Einstellmöglichkeiten. Zum Beispiel, wann soll der welche Zone mähen? Man hat vielleicht Zonen, die sind mehr schattig als andere, die dann brauchen, nicht so oft gemäht zu werden, wo man sagt, okay, ich stelle meine eigenen Mähzeiten für diese Zone ein und für die andere Zone auch wieder eine andere Mähzeit. Das wäre natürlich eine optimale Einstellung, das wünschen wir uns ja alle, aber wir sind ja momentan komplett raus aus der Geschichte, genauso wie mit dem Randschnitt, der funktioniert ja auch noch nicht. Und da hatte ich aber auch nochmal ein Video gemacht im Punkto Randschnitt mit diesem Magnetstreifen, das könnt ihr euch dann unter diesen ganzen Update-Videos mal anschauen. Da habe ich es eigentlich immer mit als Zusatzbeitrag mit eingefügt. Da habe ich diese Experimente ja mit diesem Magnetband gemacht. Schaut euch das auch nochmal an. Ich verlinke euch die ganzen Videos nochmal unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die mal durchseppen. So, und jetzt kommen wir zu den Erkenntnissen, die ich jetzt gewonnen habe, weil ich eigentlich schon wieder die Zonengeschichte komplett abgeschrieben habe, weil die nach dem letzten Update gar nicht mehr richtig funktionierte. Das, was vor dem Update war, war Folgendes. Ich konnte meine Zeiten eingeben und in diesen Zeiten versuchte er aufgrund natürlich dieser Multizone-Explorer-Geschichte, also wo er sich quasi eine Erkundungstour macht. Das muss natürlich Voraussetzung sein, darüber brauche ich jetzt hier nicht mehr reden. Also euer Mähroboter hat natürlich so eine Erkundungstour gemacht und hat da die Zonen kennengelernt. So, dann gehe ich mal davon aus, wird der Vision sich dann ausgerechnet haben, welche Zone ist jetzt die größere, welche ist die kleinere, wofür brauche ich mehr Zeit, wofür brauche ich weniger Zeit, wie kommt es mit dem Akku aus und so weiter und so fort. Ich habe also für mein Grundstück ausgerechnet, dass die Akkulaufzeit so circa eine Stunde ist. Plus, minus null, kommt darauf an, wie er sich da durchackert. So eine Stunde braucht er und dann ist der Akku leer auf 10% und dann fährt er ja automatisch in die Ladestation. Jetzt stellt man natürlich eine Mähzeit ein, jeden Tag, zum Beispiel von 10 bis 11 Uhr. Und das hat eigentlich immer sehr gut geklappt in der Vergangenheit. Das heißt, er fährt da so raus,
mäht dann erst die erste Zone und fährt dann rüber in die zweite Zone oder überfährt die erste Zone, fährt dann direkt in die zweite Zone und lässt dann einen Tag mal die erste Zone aus. Aber er hat dann immer wieder entweder auf der Rücktour oder auf der ersten Tour beziehungsweise bei der Ausfahrt aus der Ladestation, nämlich da befindet sich bei mir die erste Zone, dann hat er immer in gewissen Abständen hat er doch auch immer wieder die erste Zone bei mir gemäht. Die erste Zone ist die kleinste Zone mit ca. 12 oder 15 Quadratmeter und die andere ist natürlich schon was über 100 Quadratmeter und das teilte er sich dann in der Vergangenheit immer so ein bisschen auf. Dann hat er mal auch wirklich mal einen Tag ausgesetzt mit der ersten Zone, weil ihm die wahrscheinlich zu klein war und hat gesagt, okay, ich nehme jetzt die gesamte Akkukraft für das große Grundstück, das mähe ich jetzt mal den ganzen Tag durch. Das war so sein Ding in der Vergangenheit. Jetzt, also nach dem aktuellen Update, was wir jetzt haben, ist er dann gar nicht mehr auf die erste Zone eingegangen. Er ist also gar nicht mehr gefahren in der ersten Zone. Und da ist natürlich auch das Gras erheblich gewachsen. Also man musste ihn quasi manuell dann auf die Zone setzen und dann Start und OK drücken. Dann mäht er den ganzen Akku auf diese eine 12, 15 Quadratmeter großen Zone durch. Also das ist so diese manuelle Geschichte. Automatisch machte er die erste Zone gar nicht mehr. Jetzt kommen wir zu meinen Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, denn es war purer Zufall, dass ich in der Zeitplanung, also die Mähzeitplanung, auf zwei Pläne am Tag erstellt habe. Einmal von 11 bis 12.15 Uhr und dann sollte er nochmal von 18 Uhr bis 19.15 Uhr mähen und auf einmal mähte er die erste Zone wieder. Ganz selbstverständlich, er fuhr dann aus der Ladestation raus und mähte dann die erste Zone, wechselte dann nach 15, 20 Minuten rüber in die große Zone, in die 2 und dann mähte er da den Rest des Akkus leer und dann fuhr er wieder zurück. Also das machte er nicht immer, er geht auch manchmal direkt in die große Zone, überfuhr dann die erste Zone und dann auf der Rücktour machte er dann seine 10, 12 Minuten dann nochmal in der kleinen Zone. Das ist jetzt eine Sache, die jetzt nach dem letzten Update aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr jetzt gemacht habt. Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, auch alles, was so mit Multizonen zu tun hat, würde mich mal interessieren. Und es ist also momentan auch ein komplettes Chaos mit dieser ganzen Zone. Im Gegensatz zum letzten Update oder vor dem letzten Update war diese Multizonen-Geschichte ja gar nicht aktiviert. Die war ja eigentlich deaktiviert. Das sah man ja, dass dieser Button gar nicht positiv war. Jetzt sieht man hier ganz klar, da sind diese Quadrate hier bunt. Das ist also alles aktiv. Man kann also die Multizonen auch anwählen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Updates dann mit reinkommen. Wir hoffen es mal. Dann hätten wir ja schon wieder eine Sorge weniger. Im aktuellen Fall kann ich euch nur raten, solltet ihr nur eine Zeitplanung haben und ihr merkt auch, da wird eine Zone nicht mitgemäht, wie auch immer, dann stellt man um auf zwei Zeitpläne an einem Tag und ihr werdet sehen, da wird wahrscheinlich auch die zweite oder die erste Zone gemäht bei euch, die ihr bisher jetzt immer nach diesem aktuellen Update rausgelassen habt. Das war eigentlich nur mal so ein kurzer Erfahrungsbericht, den ich jetzt wieder weitergeben wollte. Vielleicht habt ihr da jetzt auch eure Schwierigkeiten, vielleicht konnte ich euch da irgendwie helfen mit dieser Auskunft, mit dieser Info. Dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Solltet ihr jemanden kennen, der diese Probleme hat und da froh wäre, dass er die Informationen bekommt, dann teilt dieses Video einfach mal, abonniert den Kanal und ihr bleibt dran. Bis dahin, ciao, ciao.